Servus, grüß euch meine Freunde, hier mit dem nächsten Unboxing-Video und zwar heute für unser Yu-Gi-Oh! Unser Duel Monsters und zwar unsere neue Structure Deck Spirit Charmers, Starter Deck, Structure Deck Box, ihr wisst schon Bescheid und ich würde sagen, starten wir direkt rein! Jawohl, und hier ist ja nochmal unser Starterdeck, Structure-Deck, Spirit Charmers, und zwar nochmal von hinten hier, und zwar, wir haben eine von 4 Ultra-Rare-Karten mit neuer Abbildung, unglaublich, und ein paar Verbündete, Vertraute, wollten wir mal auf. Wir machen nicht nur 1 auf, wir machen nicht nur 2 auf, und wir machen sogar 3 auf, und ich würde sagen, starten wir direkt los, jawohl, schauen wir mal rein. Legen wir 2 hier oben hin, so wie das bei uns üblich ist. Direkt, oh, da ist sogar die Promokarte dann. Dann nehmen wir das hier raus. Vollkommene Zerstörung. Weil wir wollen nicht, dass unsere schönen Karten kaputt gehen. Deswegen machen wir lieber die Schachtel kaputt. Ich finde es auch ganz ehrlich deutlich besser mittlerweile. Früher waren immer diese Kunststoff-Inlays noch bei Yu-Gi-Oh! Drin, genauso wie bei Pokémon heutzutage. Die haben sie jetzt schon weggelassen, weil sie gemerkt haben, ja, das ist billiger. Beziehungsweise braucht man es nicht, wenn man die Schachtel ein bisschen vorteilhafter gestaltet. Ich sage euch, Entwicklung ist alles. So, und dann schauen wir es uns doch gleich mal an. Wo haben wir unseren Öffner? Jawohl, die 3 Starterdecks. Identisch. Und zwar hier unseren Erwachenen. Erwachen der Besessenen, jawohl. Ruchloser Erzunterwäldler. Von unserer Außer. Das. Das sind die geheimen Promokarten, die machen wir am Ende. Und bevor ich das so, beziehungsweise wir machen sie gleich, aber bevor wir das machen, oh, ist das süß. Heria außer Hita und Win, die Vertrauten beim Schlafen beobachten, sehr niedlich. Und auf der Rückseite natürlich dann wieder unsere geilen Artworks. Oh, da haben sie mal, können ja fast eine eigene Story draus machen. Hashtag Yu-Gi-Oh! Stories aus unseren Kartenmotiven. Fände ich mal eine richtig geile Anime-Serie und nicht immer nur irgendwelche Protagonisten erfinden, die aus irgendeiner Zukunft kommen, die auf Surfbrettern in Stürmen reiten und sich Karten rausziehen. Aber da ist es eine andere Geschichte. Dann haben wir einmal unseren vertrauten Erwachen der Besessenen, größeres Inari-Feuer, jawohl. Und wer unsere Unboxings gesehen hat, wir haben in unseren anderen neuen Yu-Gi-Oh! Boxen, da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch nicht aufgemacht. Gleich andere Werbung haben wir. Einmal den Gagigo-Bite, jawohl. Und den Drachen für die Win. Den habe ich allerdings nicht. Ja, 2 quasi im Structure Deck und die anderen 2 sind in der neuen Dragons of Legend Complete Edition, die wir auch, kann ich an der Stelle, seht ihr in der, weißt schon, ihr wisst schon, hier Playlist und so.
Ansonsten haben wir hier unsere große spiritistische Kunst Ishirin. Okay. Und einmal die Geisterverzaubererinnen. Ja, Geisterverzaubererinnen. Pendy Shots. Haben sie allerdings keine Pendy Shots, weil keine Sicht. Ein Regikin Super Rare. Ein ordentlich nice Karte. Besessene Partnerschaft. Auch cooles Artwork. Und da haben wir eine Außer die Erdverzauberin, eine Aeria die Wasserverzauberin, eine Hita die Feuerverzauberin und eine Wind die Windverzauberin. Einen ruchlosen Erzunterwälder, Fresse der Hochlichtlichkeit, genau, einen Gigabyte, einen Inari-Feuer und einen Ranrio, genau. So hieß er. Dann haben wir Märchenschweif Schläfer, Märchenschweif Wittchen, Märchenschweif Mond und eine Hexwerker Golem Aruru. Geil, auch Artwork-mäßig, auch sehr weit vorne bei mir und vor allem jetzt der Reprint von einer Secret Rare, Finstere Doriado, eine Hexe vom Schwarzen Wald als Reprint, ein Effekt Wailer, okay, eine Dengo Sekka ist drin, Erwachen der Besessenen, Geheimes Dorf der Hexer, ein Magiebuch des Wissens, einmal Landform, ein Buch der Verfinsterung, auch schön. Zwillingstwister, unser Twin Twister. Ein, kein dunkler Herrscher mehr. Auch cool in Common, ordentlich. Ich glaube, teuerste Karte in dem Deck. Neben Effekt Wailer natürlich und nicht besessen. Auch cool. Spiritistische Erdkunst Kurogane, eine spiritistische Wasserkunst Aoi, eine spiritistische Feuerkunst Kurenai und eine spiritistische Windkunst Miyavi. Und so haben wir Metaversum. Dann haben wir Dimensionsbarriere und jetzt Achtung, ernste Warnung. Ha! Und dann haben wir noch eine Außer mit ihrem Vertrauten. Eine Aeria mit ihrem Vertrauten, dann haben wir jetzt noch eine Hita mit ihrem Vertrauten und eine Wyn mit ihrem Vertrauten. So, und jetzt bin ich gespannt. Drei weiße andere Werbungen. Ah, Phantom Rage, nächstes Hauptset und Werbung für Duel Links und Legacy of the Duelist, Duel Link, wie heißt's? Next auf die Duelist, Link Evolution, genau. Ja, ich finde es das cool, dass wir das so mit dem QR-Code auch und so Anleitung auch wieder einen Schritt nach vorne. Jawohl, und jetzt kommen wir zu dem, auf das ihr gewartet habt. Falls ihr genug Kommentare schreibt und euch wünscht, dass ich davon ein Deck baue, kann ich auch ein Deck-Profile dazu machen. Und da fangen wir an. Ja, wir haben eine Aeria mit ihrem Vertrauten in Artwork Nummer 2. Und die andere Karte. Eine Spielmarke mit der Hita und der Aussag. Sehr cool. So, schon mal einen Treffer. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch eine andere. Oh, genau, unsere Win. Da haben wir doch beide. Auch ein wunderbares Artwork. Und da ist jetzt dann der Token mit Aeria und Win. Ha, cool. Spielmarke von dem, von der Spielmarke, die Spielmarke zur Spielmatte, jawohl. Auch schön. Eine Win. Und wir haben eine Hita. Wie cool ist das denn? Ja, außer fehlt natürlich. Aber wenigstens haben wir drei verschiedene. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir. So,
So, jetzt bin ich auf die Spielmarke extrem gespannt. Oh, jetzt haben wir das ein bisschen schlecht aufgemacht. Müssen wir auf die Karte aufpassen. Dann nochmal die Hita ohne Folie. Die sieht auch total cool aus. Und jawohl, und wir haben sogar die dritte Spielmarke. Win und Eria. Das ist cool. Richtig schöne Spielmarken, ohne Witz. Hier haben wir die beiden. Jawohl. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kleines Unboxing und mein riesen Luck in dem Fall wieder. Ansonsten lasst mir noch ein Abo da, ich würde mich mega drüber freuen. Oder schreibt was in die Kommentar-Deckbox, wie gesagt, wenn ihr auf jeden Fall das Deck-Profile dazu haben wollt aus den drei Starter-Decks, weil auf jeden Fall es ist für Anfänger richtig gut und es ist auch für eingefleischte Yu-Gi-Oh!-Spieler, die vielleicht neu anfangen oder wieder anfangen, ganz gut gemacht, weil es nicht so kombolastig, aber trotzdem kann es auf jeden Fall mithalten. Ja, ansonsten würde ich sagen, macht doch was ihr wollt wie immer und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.